So, Freunde der Nacht, 10 vor 11. Wir haben uns jetzt doch entschieden, heute nach Amsterdam zu fahren. Aber die Reise geht jetzt erst los. Denn wo wir hinfahren, gibt's keine Chance. Ganz genau. Aber ich muss fahren. Ganz genau. Gibt's auch so eine Truckhupe hier? Ja. Ja, gut. So, boah, es geht los. Ab in den Süden! Der Sonne hinterher. Ey, oh, was geht? Eigentlich ist Holland ja im Norden. Ach so. Aber ist okay. Ey, ab in den Norden. Der Jan schläft schon. Guck mal kurz hoch, bitte. Guck doch kurz hoch. Es geht ab. Gleich zum Fotoshooting nach Amsterdam. Da machen wir, was man halt so in Amsterdam machen muss. Wir haben 5 Uhr und ich muss um 9 wieder aufstehen. Gute Nächte. Jetzt sind wir gerade auf dem Weg zum Mario, unserem Fotografen. Den werden wir jetzt abholen. Und dann ein paar geile Peaks machen. Das Wetter ist pervers. 19 Grad, Sonne, Toilettetief. Hier ist auch viel Wasser in Holland, ist mir aufgefallen. Neben so. Das ist sehr schön. Das ist ein Hausboot. Wir haben jetzt die erste Location erreicht. Kommt mit. Und zwar ist das ein Spielplatz zwischen so Häuserblocks. Das ist irgendwie spannend. Total. Wenn du mich hier so siehst. So ist auch richtig mit dem Ball. Ach so? Podcast, oder was? Ja. Ja, und? Was meinst du, was ich jetzt sagen soll? Jetzt. Hä? Jetzt geh mal weg, du störst hier ein Bild. Hey. Bin gleich wieder soweit. Achtung, und recht freundlich in die Kamera, die Herren. Guten Abend, wie gehört? Guck mal auf den Boden. Guck mal nach oben. Sehr schön. Sehr schön. Ja! Alter, was für Oberarme hier. Angeber. Okay, ja? Nochmal. Sollen wir wenigstens ein natürliches Lachen, ne? So, erzähl mal. Sind wir in Amsterdam? Amsterdam. Amsterdam. In Amsterdam, Stadtmitte. Was machen wir hier überhaupt? Was ist jetzt hier der Plan? Ich glaube, wir machen jetzt hier ein Fotoshooting. Aber was für ein Fotoshooting? Das habe ich keine Ahnung. Du musst den Leuten noch ein bisschen was erklären. Ich? Was für eins? Ach, für was? Für hoffentlich das Cover vom dritten Rap-Soul-Album. Für hoffentlich das Cover von der Single. Hoffentlich. Heißt die Single nicht. Ja, und weiß ich, für Autogrammkarten. Rock'n'Roll. What's up, man? Live from Germany, respects to the RPS family from Hamburg, man. Mr. E, Poker Sauce and Hot Sauce. We live up in Zion City, Stardom, man. It's 456, Dumb School here all day. Project Genesis, Universal Zulu Nation. Hip-hop, yeah. Peace, love, unity. Supreme Oneness of God, man. Was in Amsterdam ziemlich geil ist, wenn man mal nachts viel gealbt hat, was mal passieren kann, wenn man im Living und im Kuhn und so feiern geht. Ja. Wie der Steve jedes Mal. Ich habe von voll vielen Leuten gehört, man sieht dich überall. Ja, ja, freitags und samstags. Immer. Ich bin nur im Kuhn und nur im Living. Jeden Tag. Jeden Tag. Und dann kann man hier pissen gehen. Das sind hier die öffentlichen Toiletten. Vor was für einem Laden stehst du hier eigentlich? Aha. 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 Jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus. Der größte Kiffer von allen. Ja. Natürlich. Hier, zack, da, die Pfeifen, ne? Ja, ja. Da waren eben ein paar Jungs. So ein paar leicht kriminell angehauchte. Und die wollten uns eine Lizenz verkaufen, damit wir in ihrer Straße filmen können. Würde 50 Euro kosten.
Genau. Location Nummer 3 oder 4 oder so, keine Ahnung. Das ist übrigens das Schiff, mit dem Nemo gefunden wurde. Deswegen heißt es auch Nemo. Also, auf jeden Fall waren wir gerade hier in so einer alten Fabrikhalle drin. Krasse Location auf jeden Fall, die wir durch Zufall irgendwie entdeckt haben und haben jetzt hier auch nochmal richtig viele Fotos gemacht. Jetzt ist da hinten noch irgendwie so ein Ding. Da fahren wir jetzt auch nochmal hin. Und hier ist auch so ein Schild gewesen. Also wir sind jetzt hier einfach mal reingelaufen. Ja. Hier. Da unten steht auf jeden Fall betreten Terrain ob eigene Risiko. Das heißt betreten des Terrains auf eigenes Risiko. Ich habe ja mal eine Zeit lang in der holländischen Fußballmannschaft Fußball gespielt, deswegen kann ich so gut holländisch. Ja. Wie warst du mit der bekanntesten Band Deutschlands, Fotos zu machen? Es war unheimlich anstrengend. Ja. Geile Bananen. Und war geil hier in Hamburg. Quatsch, in Amsterdam war gut. Fotoshooting war gut. Jetzt gehen wir nach Hause. Ich bin total müde. Jenny Bananen. Hat immer enthalten, aber ich finde die CJ wollte was nach Deutschland schmuggeln. Da haben wir es. Hier ist es. Die werden nachher alles, die werden richtig so machen. So werden die Bullmanns so. Na? Was haben wir denn hier? Aha. Na? Und was ist es? Ciao Leute, mach's gut. Kofferraum zu, Achtung. Ich finde es nicht. Das war's. Tschö.